Recht herzlich willkommen zur 238. Folge von City Skylines. Ja, wir wollten aufräumen, das war glaube ich das, was wir letztes Mal machen wollten. Das andere haben wir dann leider nicht mehr im Visier. Keine Ahnung, was wir da hatten, aber ist halt so. Was mir noch aufgefallen ist, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist nochmal nach Bestattungsunternehmen gucken, ob da noch welche sind. Weil die waren so ein bisschen auch Thema, meine ich, ne? In der Übersicht auf jeden Fall letztes Mal, ne? Ist die Frage, wer blinkt da? Der, ja. Und da werden nachher noch einige mehr blinken. Jetzt haben wir wahrscheinlich den doch mal erwischt, den wir erwischen wollten. Okay, dann nehmen wir den da auch noch gerade mit, der da blinkt. Da ist schon sauber. Jetzt geht's hier weiter. Hier ist noch alles grün. Wird hier demnächst wieder mehr leere Häuser geben, weil die einfach keine Arbeiter haben. Das ist das Problem hier, dass keine Arbeiter da sind. Keine ungebildeten Arbeiter. Die wollen ungebildete Arbeiter haben. Okay. Geht, würde ich sagen. Ups, eins daneben war auch vorbei, ne? Und wie ihr hier seht, pam, pam. Und die anderen, die hier jetzt mit dem Mannequin blinken, die werden demnächst auch schwarz sein. Und dann sind dann auch keine mehr da. Keine ungebildeten Arbeiter. Aber wir haben hier ein Problem mit Leuten, die bestattet werden müssen. Ja, das war schon richtig hier. Gibt es hier keine Friedhöfe oder was? Da gibt es keine Friedhöfe. Da ist einer, aber der ist auch leer. Hier sind Krematorien, die sind aber auch gut. Hier ist jetzt gerade eins. Den hier können wir wieder aktivieren. Dann fahren wieder ein paar Autos mehr, ne? Da ist was. Räumung beendet, was ist das hier? Friedhof aus, den machen wir mal an. Und so. Da geht auch was. Räumung beendet. Da ist auch einer. Räumung beendet. Ist noch einer. Räumung beendet. Da ist alles gut. Hier unten ist auch noch einer, zwei sogar. Und da auch und läuft wieder. Kommen wir zwar wahrscheinlich ein bisschen zu spät, aber lieber zu spät wie gar nicht, ne? Hier ist eine Mülldeponie, die können wir gerade aktivieren. Obwohl, warte mal, Räumung beendet ist schon richtig, weil dann können wir die umziehen. Die wollten wir bestimmt woanders hin haben, ne? Machen wir mal dahin und dann auf. So, jetzt wieder zu den Friedhöfen. Hier ist alles gut. Da auch. Da ist noch einer. Na, waren doch einige, die wir aktivieren konnten, ne? Hat vielleicht damit zu tun. Ja. Geht wieder, ne? Ja, hier sehen wir wieder unser Abrissbier, da können wir da rausholen, ne?
Können wir wieder aufräumen. So. Da werden es weniger, überall werden es weniger, da auch. Und wenn wir sie nicht abreißen, dann reißen sie sich selber ab, ne? Ja, gut, kommen wir durch. Hier sind auch noch ein paar Häuschen, die wir loswerden wollen. Oh, hier hinten ist noch recht viel. Was ist das hier, auch Industriegebiet? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, das will ich jetzt wissen. Ah. Den Dingens hier, sag schon. Kleingewerbe, ne? Hm. Keine Ahnung, warum die jetzt hier alle weggezogen sind. Weil da sehe ich auch, die haben auch keine Arbeitskräfte, oder wie sehe ich das? Was wollen die denn? Nicht genügend Arbeit, was wollen die denn? Ein überqualifizierter Arbeiter. Verfügbare Arbeitsstellen 7. Die hätten gern Ungebildete auch, okay. Das gleiche wie gehabt, ne? Das bedeutet, wir müssen irgendwo noch ein Fädel machen. Mit Arbeiter, die keine Ausbildung kriegen. Wo ist denn hier eine Schule? Das wäre eine Grundschule. Hier wäre ja nichts, ne? Können wir gleich hier schon was machen, oder? Und hier? Ja, wir machen erstmal hier das Wohngebiet dann. Neue Straßen dafür. Mit Bäumchen. Und wo können die reinfahren? Hat keiner bedacht, ne? Das ist eine Autobahn, das ist eine Abfahrt, ne? Komm hier. Ne, da ist doof. Dann machen wir es vielleicht doch nicht dahin. Hier ist aber auch doof. Nochmal Schule. Wir können das Wohngebiet ja hier hin machen. Aber das ist auch nicht so toll. Hier? Haben wir da irgendwo was freigelassen zum Zwischendurchfahren? Auch nicht wirklich, ne? Guck mal, hier geht's doch. Wo ist deine Schule? Da, aber die haben schon rot, dann könnte da auch vielleicht rot werden. So, gut ist. Ziehen wir mal die Straße bis dahin. Dann ist da die Straße. Okay, machen wir parallel hier hin. Das ist schon ganz gut so, oder? So, passt schon. Dann wird das alles grün. Und auch Blocks hier zu den Zügen auf jeden Fall. Und hier noch, da noch. Ah, da ist schon dann alles. Komm, machen wir so ein tolles Komplex hier. Da haben wir freigelassen. Für irgendwelche anderen Dinge, die nur noch kommen werden, denke ich mal, ne? Wasser. Warmwasser. Passt. Haben sie jetzt auch. Wohnraum geschaffen. Strom kommt von alleine. Ja, hier wird ja auch schon kräftig gebaut, ne? Läuft. Was macht die Schulbildung hier? Die ist nicht da gegeben. Das ist schon mal gut.
Okay, dann haben wir das auch soweit wieder hingekriegt. Und hier können wir weiter abreißen, wie wir gerade sehen. Das ist der, das ist der. Ist gerade ein bisschen schlecht mit Abreißen im Dunkeln hier. Okay. Schwierig zu sehen jetzt hier im Dunkeln, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Was haben die da für ein Problem? Nicht genügend Treibstoff, okay. Dann können wir das nicht ändern. Zack. Da ist auch noch einer zwischen. Okay. Schwierig zu treffen, wie gesagt. Wenn man dieses Gebäude anklickt, dann müsste dieses Symbol auch farblich sich ändern. Dann hätte man ein Top-Anzeichen dafür, dass man das Richtige abreißt. Aber irgendwie haben sie das noch nicht hingekriegt. Das wäre noch schön, wenn man das hinkriegen würde, ne? Ja. Soweit, so gut. Wieder ein bisschen durchgeforstet, den Dreck. Die leeren stehenden Bauruinen. Was sind das alles hier für Probleme? Was haben die denn hier für ein Problem? Kranke Bürger, okay. Dann fehlen Ärzte. Mhm. Ist ja nicht so, als ob wir hier nicht was hätten, ne? Klinik ist da, Klinik ist da. Geht hier auch irgendwo eine hin? Ja, da. Machen wir da mal eine hin. Okay, vielleicht werden die dann ein bisschen besser bedient hier. Auf der anderen Seite kannst du es nicht ändern. Oder kannst nicht alle drei Häuser hier eine Klinik bauen. Aber hier sind sogar welche zwischen, die deaktiviert sind, ne? Aber wir haben gerade 10.000 Miese, das heißt, wir können auch gerade schlecht was aktivieren. Ist halt so. Gut, was macht unsere Einwohnerzahl? Ist aber auch schon gestiegen wieder. Geht noch weiter hoch, dann wird es auch mit dem Geld gleich wieder besser werden. Ja, das ist auch viel damit zu tun, dass hier so schäbige Häuser sind, ne? Gehe ich von aus. Und wenn die schäbigen Häuser sind, dann hauen die anderen auch ab, weil sie keinen Bock haben, neben sowas zu wohnen. Leider ist das so. Und, naja, wir kriegen es aber irgendwie in den Griff. Da sehe ich schon gar keine Schwierigkeiten. Irgendwann haben wir auch genügend ungebildete Arbeiter, die dann da wohnen, um hier hinzukommen. Ah, hier für dieses Industriegebiet fehlt es aber irgendwie noch, ne? So, das wäre jetzt die Frage. Wo kriegst du hier noch ungebildete Arbeiter unter? Wahrscheinlich nirgendwo. Weil das ist hier gerade echt tricky. Hier wäre noch ein bisschen Bereich, wo man noch was machen könnte, ne? Und hier ist ja auch eine Straße, oder? Gucken wir doch mal. Ne, das ist ein Fußweg, den wir da gebaut haben, oder? Hm. Könnte man an dieser Kreuzung anschließen? Könnte man, wenn man wollte, ne? Vielleicht besser hier, ne? Da ist die Hochbahn. So, da ist Straßenbahn und Hochbahn zugleich. Das ist ja auch voll doof, ne? Das würde bedeuten, wir müssten mit der Straße in den Keller gehen, um dass das klappt, ne? Warte mal, machen wir das hier. Das würde soweit funktionieren. Die Straße könnte dann hier wieder hochkommen. Machen wir mal so. Ach, hier
fährt irgendwer straßenbahntechnisch lang. Wäre jetzt schön, wenn wir das sehen könnten, tun wir aber nicht. So geht's. Haben wir hier die hundertprozentige Sackgasse geschaffen. Ja, das bedeutet, wir reißen mal das letzte Stück Straße hier nochmal ab. Und das brachte jetzt nicht wirklich viel. Wir gehen wieder auf Straßenbau. Gehen mal so rum hier lang. Machen wir hier jetzt gerade, bitte. Boah, ist das kompliziert hier. Warum schnappt der da? Er will dann immer einschnappen, ne? Das ist das Doofe an der ganzen Geschichte. Oh, warte, da war's. Tja, machen wir so, ne? Das lassen wir mal so, alles ist gut. Ja, und hier müsste man gucken, ob man danach herüberkommt. Aber erstmal nicht. Und ich würde sagen, wie wir da weiter vorgehen, was wir wo machen, das machen wir in der nächsten Folge. Das werdet ihr dann sehen. Wenn ihr abonniert habt, findet ihr das ganz leicht. Und wenn nicht, dann müsst ihr das jetzt machen, dann findet ihr das auf jeden Fall. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Da freue ich mich auch drüber und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.